das Co-op-Framework von Youtheme. Für die, die von außerhalb kommen, haben wir extra bestes Hamburger Wetter bestellt. Die jetzt schon bei UIKit waren, die haben vielleicht schon eine Ahnung, was ihnen blüht. Wir wollen ein bisschen was über das Theme-Framework Co-op erzählen, mit dem wir bei Youtheme alle unsere Themes bauen. Und anhand von ein paar Praxisbeispielen die Features von Warp veranschaulichen und noch einen kleinen Blick in die Zukunft von unserem Framework geben. Ich bin Franziska Schulz, Webdesignerin bei Youtheme. Ich bin Anne Möller, auch Webdesignerin bei Youtheme. Schon fast den Namen vergessen hier. Nein, wie Franzi gerade schon eben erzählt hat, wollen wir heute in unserem Vortrag einige Punkte von Warp besprechen. Für diejenigen von euch, denen das Warp-Framework neu ist, werden wir an sich erstmal erklären, was das ist. Anschließend werden wir auf die Warp-Kaskade eingehen, wie Warp-Customization es damit ermöglicht. Und danach werden wir erläutern, wie Warp die Customization und auch vor allen Dingen das LESS und CSS, wie das Styling in Warp funktioniert. Anschließend werden wir einige Warp-Features an einigen Beispielen demonstrieren und euch einen kleinen Einblick in die Zukunft geben. Genau. Also kommen wir zur ersten Frage. Warp, was ist das? Vielleicht kennt es schon der eine oder andere. Für die, die es noch nicht kennen, Warp ist ein PHP-basiertes Theme-Framework und bietet Entwicklern eine solide Basis an CSS, JavaScript und PHP-Toolkits. Warp ist so konzipiert, dass man für unterschiedliche CMS, also Content-Manage-System, Themes entwickeln kann. Das heißt, es ist cross-plattformfähig. Momentan unterstützt Warp von Haus aus Joomla und WordPress. Das Tollste für euch dabei ist eigentlich, dass Warp GPL lizenziert ist. Das heißt, es ist komplett kostenlos für euch. Wenn ihr dafür was entwickelt, könnt ihr damit machen, was ihr wollt und es weiterverkaufen zum Beispiel. Genau. Warp ist dabei die Grundlage für unseren ganzen Theme und bei der Entwicklung. Warp bildet dabei, wie ihr hier auf dem Bild seht, die Schnittstelle zwischen dem Theme und dem Content-Management-System, was darunter liegt. Das heißt, das Theme selbst arbeitet nur mit Warp und Warp wirkt dabei als eine Art Adapter für das System Joomla WordPress. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, wenn ihr Joomla eine neue Version herausbringt, müsst ihr euer Theme nicht updaten oder beziehungsweise daran nichts weiter verändern, sondern Warp legt einen neuen Adapter für die Änderung von Joomla bereit und bietet euch neue Dateistrukturen oder Dateisysteme und das passende Markup für die neue Version. Genau. Jetzt ja, genau. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen über die Dateikaskade und die Projektstruktur bei Warp eingehen, um maximale Flexibilität und eben auch Customizations zu gewährleisten. Ist Warp auf einem hierarchisch aufgebauten Kaskadensystem aufgebaut? Dabei funktioniert es so, dass Warp, wenn eine CSS, JavaScript oder PHP-Datei geladen werden soll, quasi in der Dateistruktur danach sucht und die erste Datei lädt, die gefunden wird und danach sukzessiv in dem nächsten Layer weitersucht und dort die nächste entsprechende Datei lädt. Auf die Art ist es möglich, Overrides anzulegen, weil eben immer in diesem hierarchischen Aufbau die nächste Datei wieder die vorherige überschreiben kann, dabei aber das CSS, Markup, JavaScript aus der vorherigen einfach mal mitgeladen wird. Dreh- und Angelpunkte dabei sind einmal der Layouts und der Systems-Ordner bei Warp. Im Layouts-Ordner liegen die Warp Core PHP Overrides, die universell für alle Systeme funktionieren. Und im Systems-Ordner liegen dann die Implementierungsdateien für die jeweiligen CMS. Das heißt, da drinnen liegen separate Ordner für Joomla und WordPress und jeder Ordner enthält dann die Implementierung für das jeweilige System. Und dadurch wird eine konsistente API für die Theme-Entwicklung geschaffen.
Der Warp-Ordner selbst liegt wiederum im eigentlichen Theme-Ordner, also da, wo das jeweilige Styling für die Themes liegt. Und in dem Ordner befinden sich dann unter anderem wieder ein Ordner für das theme-eigene CSS, für die Layouts, worin wiederum die Layout-Overrides für Warp liegen. Also da werden dann zum Beispiel theme-spezifische Block-Styles geladen oder wenn man jetzt für die Navigation extra Style hat, das kommt dann da alles da rein. Und dann gibt es auch nochmal das theme-spezifische JavaScript. An der Spitze der Override-Nahrungskette liegen dann die Styles. Da kommen quasi die, unsere Themes kommen ja jeweils immer mit 6 verschiedenen Style-Vorlagen und jeder Style hat wiederum seine eigene Styleless oder je nachdem, was dort noch angepasst wird, das kommt auch alles in die Styles. Das Gute daran ist, dass sie nicht nur alles überschreiben, sondern dass sie eigentlich auch update-safe sind. Das heißt, wenn man seine eigene Anpassung in Warp machen würde, würde man die in einen eigenen Style-Ordner legen und bei einem Update wird der ja nicht überschrieben, weil der neu ist. Genau. Als nächstes würde ich noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie denn Warp mit Less und CSS umgeht. Wie ja vorhin schon mal bei dem anderen Vortrag erwähnt wurde, basiert Warp auf UIKit. Und UIKit ist mit Less gebaut, was Variablen benutzt. Und durch diese Variablen, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Entschuldigung. Ja, also UIKit enthält das Warp enthält UIKit. Und das Theme selbst enthält dann wiederum einen eigenen UIKit-Ordner, wo das Theme-spezifische Less drin ist. Und dann eben nochmal die Styles, die ich eben erwähnt habe. Das Herzstück von dem Theme ist Theme-Less. Da wird das eigentliche Styling reingemacht, wenn man jetzt zum Beispiel Anpassung für WidgetKit oder für den Blog oder ähnliches hat. Und da Browser Less ja selbst nicht interpretieren können, muss das Ganze erst in CSS kompiliert werden. Das macht Warp selbst. Das heißt, was am Ende geladen wird, ist die Theme-CSS-Datei und die lädt einerseits das UIKit aus Warp, also das Core-UIKit, dann das UIKit-Theme, das in der Theme-Ordnerstruktur drin liegt und dann nochmal die Styles, das wird alles in eine Datei kompiliert und die wird letzten Endes vom Browser geladen und gelesen. So, wie schon angekündigt, haben wir auch euch ein paar Demonstrationen mitgebracht. Das heißt, wir wollen jetzt mal den ganzen theoretischen Teil hinter uns lassen und in die Praxis kommen. Und die Demos, die wir vorbereitet haben, befassen sich zum ersten mit den Modulpositionen von Warp. Wir haben uns das angeschaut, was das Default-Template von Joomla eigentlich mit sich bringt. Das müsste jeder kennen, Protostar. Und haben das so ein bisschen verglichen. Dann haben wir uns angeschaut, was wir für Layout-Optionen in Warp eingebaut haben, die quasi euch viel mehr Möglichkeiten geben, eine Webseite zu layouten, verschiedene Inhalte darzustellen. Anschließend wollen wir dann noch ein paar Module stylen, die total einfach in Warp mit ein paar Klicks gehen. Und dann möchten wir euch gerne noch so einen kleinen Workflow zeigen, wie ihr Customizations mit unserem Theme und vor allem mit Warp machen könnt. Genau. Normalerweise sind ja Layouts nicht nur immer ein Artikel auf einer Seite, sondern viel hängt von Modulpositionen und Modulen ab. Wenn ein Theme oder beziehungsweise das CMS nicht genügend Modulpositionen anbietet, kann ein das beim Layouten einschränken. Warp ist da dran gegangen und hat sich gesagt, okay, wir schauen, was für Modulpositionen wir dem Designer, Entwickler geben müssen. Und haben diese recht flexibel gehalten. Die können auch noch mit ein paar PHP-Kenntnissen und mit Hilfe von unserer Warp-Dokumentation erweitert werden und ausgeändert werden. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich das durchliest und anwendet. Wir schauen uns jetzt aber erstmal eine Layout-Seite an, die wir mit Protostar und mit Warp angelegt haben. Darf ich mal ein bisschen mal rausgehen? Ich hoffe, dass das hier irgendwie so funktioniert. Mhm. So.
wenn wir das jetzt hier mal irgendwie hinkriegen. Oben Doppelklick auf den Brau, genau. Da Doppelklick. Also es ist trotzdem immer noch. Okay, gut, haben wir das jetzt noch geschafft? Oder auf den grünen Punkt oben. Nee, da gerade oben. Also hier ist einmal Protostar und hier ist Warp. Bei Protostar sieht man auch leider schon das Responsive-Menü. Genau. Wir gehen mal auf die Layout-Seite, um über die Modulposition zu reden. Genau, hier sieht man schon, Protostar kommt eigentlich schon mit recht vielen Modulpositionen, die Logo-Position, die Navigationsposition, Banners, hier eine Sidebar, links eine Sidebar, der Main-Content, darüber eine Position und darunter, sowie Footer. Wie angekündigt, hat Warp noch ein paar mehr Optionen. Hier gibt es auch die Logo-Position, Menü, Top A, Top B, den Main-Bereich, Sidebar A und Sidebar B. Sieht quasi fast ähnlich aus wie Protostar, hat aber natürlich Top- und Bottom-Position noch zusätzlich. Warp geht daher und sagt, dass man halt die Modulposition gerade auch hier für Sidebar A und Sidebar B flexibel in der Weite und in der Ausrichtung ändern kann. Das heißt, man kann die Positionen, die jetzt auf links und rechts verteilt sind, auch auf beide Positionen auf links machen oder beide Positionen auf rechts. Man kann sie auch noch in der Breite anpassen. Kann ich jetzt hier mal einmal demonstrieren. Hier, falls noch keine kennt, das ist das Warp Backend, das Administration Panel. Wir gehen bei Layouts, schauen uns die Section für Sidebars an. Hier ist Sidebar A und Sidebar B. Hier sieht man Display First, das heißt auf der linken Seite. Jetzt machen wir beide mal nach links. Ich kann euch jetzt nicht garantieren, dass das super aussieht auf der kleinen Auflösung, aber es funktioniert. So schnell hat man jetzt schon Änderungen gemacht. Man hat beide Seiten auf links, man kann das auch wieder ändern. Weitere Sachen sind zum Beispiel, dass man die Module, die wir jetzt gerade hier schon in den oberen Teil und unteren Teil, die wir einfach als Top- und Bottom-Position bezeichnen, auch in einen Grid rausrennen kann. Also Warp kommt per Default mit einem Grid-System von UiKit, was ihr vorhin bestimmt auch mitbekommen habt. Die Position kann man beeinflussen, dass sie nicht einfach, wie zum Beispiel hier, nicht stacken untereinander, sondern man kann hingehen und sagen, okay, auf der Top-Position kann man auswählen, dass sie stacken, das heißt so wie bei Protostar, dass sie untereinander rutschen oder dass das erste Modul doppelt so breit ist wie die anderen Module, die drinnen gepublished sind. Das heißt, Warp setzt dann die UiKit-Klassen mit den Grid-Weiten automatisch rein. Und es ist quasi für den Nutzer super einfach einzustellen. Dann kann man nicht nur die Weiten, Grid-Weiten und das Verhalten, wie sich die Module zueinander verhalten einstellen, sondern auch, wie sie gerade auf kleineren Viewports sich verhalten einstellen. Das heißt, wir sind reingegangen und haben gesagt, okay, man möchte jetzt nicht immer, dass die Module irgendwie nebeneinander stehen, dann ist irgendwann die Box so winzig klein und man kann die irgendwie nicht mehr sehen. Sondern das heißt, wir können einstellen, okay, dass es gar nicht sich verändert, das Verhalten, sondern dass sie halt zum Beispiel auf den Telefon erst runterrutschen oder dass sie halt schon früher untereinander rutschen, damit das Layout besser aussieht, zum Beispiel auf dem Tablet. Das können wir jetzt hier auch mal einstellen. Stellen mal ein für Stubble, sie rutschen untereinander auf dem Tablet, wenn wir jetzt nicht schon fast den Viewport hier haben. Schauen wir uns das Ganze an. Für die Top-A-Position, wie schon leider erwähnt, wir sind hier schon gerade bei der Tablet-Größe. Sagen wir einfach, okay, Stack on Phones, dann müssten wir eigentlich auch das sehen, dass das erste Modul für Starbuild breiter geworden ist. Genau, hier sieht man schon, dass es breiter ist als das andere. Außerdem kann man...
ein sehr powervolles Tool ist von uns auch der Layout Manager. Wie auch gerade schon erwähnt in der Gliederung, dass wir mit Warp Layout Profiles anlegen können. Das war von unseren Kunden ein sehr gewünschtes Tool, weil man halt wirklich, ihr kennt das ja auch, man hat eine Webseite, man will nicht immer genau drei Boxen untereinander, also drei Boxen nebeneinander haben und dann wieder genau die gleichen drei Boxen, die gleiche Farbe haben, sondern man will irgendwie dran gehen und sagen, okay, die sollen sich irgendwie, da soll das eine ein bisschen breiter sein, da soll das andere ein bisschen kleiner sein. Man kann hier hingehen und sagen, Add Profile. Wir wollen jetzt zum Beispiel für die Layout-Seite den System-Output, das heißt also, eine Seite lebt jetzt nicht nur von dem Artikel, das wissen glaube ich auch viele von euch, sondern viel mehr von den Modulen, die man auf der Seite publisht, die man auf die Blöcke verteilen kann. Wir haben jetzt hier viele Module gepublished, aber zum Beispiel hier zwischen ist der Content und den wollen wir jetzt einfach für das Profil, also nur für diese eine Seite, die wir hier haben, wollen wir die ausschalten. Und dann machen wir jetzt Layouts, Hide System Output, also das ist der Main-Bereich, die Main-Section, weisen diese noch der Layout-Seite zu, die haben wir hier, speichern, refreshen. Und dann müsste der Content weg sein, genau. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel hier auch auf der Homepage machen. Viele wollen jetzt lieber ein modulbasierendes Layout haben, wie zum Beispiel hier. Legen wir nochmal ein neues Profil an. Benennen das besser zum besseren Profil. Sagen hier, halt System Output, klicken Save. Ja. Ja, und man sollte vielleicht das auch noch der Homepage zuweisen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann ist der Artikel noch etwas Laden auch weg. Und man hat nur noch die Module, die man vielleicht irgendwie schöner findet, weil sie von der Anordnung viel flexibler sind als ein statischer Artikel. Genau. Man kann also nicht nur Layouts einstellen, man kann quasi das Grid definieren, man kann das Responsive Verhalten definieren und Warp hat auch noch die, unsere Themes kommen, wie Franzi gerade erwähnt hatte, mit sechs verschiedenen Styles. Man kann auch verschiedene Styles laden. Die kann man einfach, wenn man hier sagt Frontpage, hier ist die Sektion für den Style, kann man sagen, okay, wir haben jetzt hier verschiedene Styles. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Dark Yellow. Und dann wird die Seite in dem Style geladen, in dem gerade der Ordner mit Dark Yellow liegt. Genau. Das haben wir. Dann hatte ich noch erwähnt, dass das Warp auch bestimmte, das sieht man auch nochmal, dass hier noch der Default Style geladen wird, mit verschiedenen Modulen kommt. Das sind normale Modules. Dafür gibt es eine bestimmte Section, die heißt Modules, wo man alle auf dieser kleinen Größe kann man eigentlich alle Module auf den einzelnen Positionen ganz übersichtlich sehen, kann dort Custom Classes eingeben, kann den Style von dem vorgegebenen UI-Kit auswählen, was man hier nochmal sieht, kann auch noch sogar das Text-Alignment bestimmen, kann den Titel größer machen, kann zum Beispiel ein Icon noch hinzumachen, kann sagen, okay, wir gehen jetzt mal hier hin und sagen, okay, das hat noch ein Badge. Der Style ist Box Binary hier. Wir sind in Hamburg und nehmen mal einen Anker als Icon. Und da ich mich jetzt so ein bisschen auskenne, auch mit den UI-Kit-Klassen, nehmen wir mal eine UI-Kit-Klasse, die den Text nach rechts bündig macht. Genau. Und dann gehen wir Save. Hier noch die Layout-Seite. Ja,
Auf meinem kleinen Monitor habe ich hier noch nicht gesehen, dass ich das hier reingeschrieben habe. Also eigentlich hat ja jeder ein bisschen größere und arbeitet nicht so gern am Tablet. Nur so. Und das funktioniert. Mit dem Text-Badge kann man sich das aufnehmen, ob man das möchte oder nicht. Dann kann man auch noch, wenn man jetzt sagt, okay, man geht hier hin und sagt, die Module sind hier irgendwie zu viel, auch jetzt gerade hier so für die kleinere Viewports kann man einstellen, wie die Module angezeigt werden. Das ist vielleicht besser, wenn man irgendwie Platz sparen will oder wenn man ein Modul, was nur für große Monitore austauschen will, für ein Modul für kleine Viewports, zum Beispiel wenn man auf dem Telefon ein neues Angebot oder ein spezielles Angebot anzeigen, dann kann man auch dran gehen und das Nachbarmodul zum Beispiel nur für den Tablet ausstellen. Also das wäre jetzt unsere Größe. Und dann sieht man jetzt nur noch zwei Module. Genau. Das wäre alles zu den Modulen. Jetzt wollen wir gerne noch was zur Customization machen. Genau. Ja, ein weiteres nettes Feature von Warp ist der Customizer, mit dem man quasi globale Änderungen im CSS machen kann, per Knopfdruck, für solche, die vielleicht mit CSS nicht so sicher sind oder die sich einfach nicht so gerne damit beschäftigen möchten. Wir haben mal bei Protostyle geguckt, da gibt es auch schon einige Optionen. Wenn man dann tippen kann. Das ist bestimmt auch Adler gewesen. Nee, nee. Nee, ich kenne die Punkte. Das waren vier. Ist aber ähnlich sicher, das Passwort. Also man sieht ja hier, kann man zum Beispiel schon die Template-Color ändern, Background-Color, Logo-Picker gibt es auf der Net. Bei Warp hat man jetzt auch ein paar Optionen, Sachen zu nennen. Ja, wie bereits erwähnt, nutzen wir ja UI-Kit in Warp. Und das, schick. Ja. das basiert auf Less-Variablen. Und über diese Variablen kann man ja global Änderungen im Less machen, was uns eben hier ermöglicht, per Knopfdruck Änderungen auszuführen in den Styles. Genau. Wie auch vorhin schon erwähnt, kommt ja jedes Theme mit 6 Styles. Wenn man jetzt Anpassungen machen möchte, könnte man natürlich direkt in einem Style arbeiten. Den Nachteil hat das, dass natürlich, wenn man das Theme updatet, das Ganze wieder überschrieben werden würde. Deswegen empfiehlt es sich, zum Beispiel den Default-Style zu kopieren und einen neuen Style auf die Art anzulegen. Nehmen wir jetzt einfach mal meinen Style. So, und da könnten wir jetzt, ich gehe mal auf die Layout-Seite, dass man ein bisschen besser sieht, was ich mache. Was? Auf die UI-Kit-Seite. Oder auf die UI-Kit-Seite. Und ändern einfach mal ein paar kleine Sachen. Ich mache jetzt mal den Hintergrund ein bisschen dunkler. Und möchte vielleicht auch ein paar Hintergründe ändern. Zum Beispiel den. Gibt es eigentlich eine Auflistung, welcher Wert wo drauf zugreift? Weil ich hatte das letztes Mal, dass ich echt lange, ich wusste, was ich wollte, aber es ist nicht also sozusagen das Label. Der schnellste Weg, die Variable rauszufinden, ist einfach, dass man das Label hovert und dann wird direkt die Variable angezeigt. Ah, okay. Hm. Und dann kannst du halt einfach im UI-Kit-Ordner suchen und dann. Okay. Super, dann. Ja. Oder ich bin manchmal sogar dafür zu faul, ich inspektiere einfach das ganze Ding und gucke, welches Element das ist und so. Genau. Dann könnten wir noch den. Wo ist der Primary Background? Warte, ja. Den Primary Background ändern.
Ja, bitte. Gibt es die Möglichkeit, den Default-Wert wieder zurückzusetzen, zum Beispiel bei den Pixeln? Man kann jetzt natürlich auch nicht... Pixel und oben, ich will den doch wieder nicht haben. Also wenn du es jetzt direkt reingetippt hast, brauchst du eigentlich bloß den Wert, den du reingetippt hast, wieder löschen und dann geht er einfach wieder auf den vorausgehenden Wert. Okay. Genau. Okay. Und ansonsten Reset, aber Obacht, dann ist alles weg. Ja. Genau. Ja, ich würde hier gerne die Farbe ein bisschen ändern. Ich weiß da jetzt gerade nicht genau, was dabei rauskommt, aber... Ja. Dann haben wir ein frisches Türkis. Naja, ist nicht ganz frisch, aber genau. Also hier kann man direkt die Farbe ändern. Man kann auch die Transparenz anpassen und der geht hier automatisch auf den RGBA-Wert. Da ist er also auch relativ flexibel und man sieht schon, hier hat sich der Button geändert. Und auch die Pagination, also verschiedene Hintergründe, die mit dieser Variable quasi definiert werden. Die ändern sich ja auch schon. Die Linkfarbe können wir auch noch mit anpassen. Und schon haben wir eine etwas andere Wirkung erzielt. Man könnte jetzt natürlich noch viel mehr Sachen ändern. Also wie vorhin schon erwähnt wurde, UIKit hat über 60 Komponenten und all diese Komponenten können über den Customizer verändert werden. Wir machen es so, dass wir per Default, je nachdem welches Theme wir benutzen, immer nur so die für uns wichtigsten Variablen ändern, wo wir denken, da sollte man direkt Zugriff drauf haben. Wenn man jetzt alles haben möchte, kann man auch noch den Advanced Mode anklicken. Dann werden sozusagen in alphabetischer Reihenfolge alle verfügbaren Komponenten angezeigt. Also man sieht, es ist wirklich fast jeder Aspekt von dem Theme dadurch beeinflussbar. Wenn einem das auch noch nicht reicht, dann kann man nochmal More klicken. Dann werden auch Variablen angezeigt, die wiederum durch andere Variablen definiert werden. Also nicht nur die, die jetzt schon festen Wert haben, sondern wenn wir sagen, wir haben eine globale Primary-Farbe, die soll wieder andere Farben definieren, dann bekommt man dieses kleine Add und weiß, ah, okay, das ist schon durch eine Variable definiert. Man kann jetzt aber auch da wieder sagen, ich möchte aber gerne einen festen Wert geben, kein Problem, man tippt ihn einfach ein. Zum Beispiel haben wir ja die Link-Color. Da gibt es jetzt natürlich auch ein Cover dazu, wie man hier sieht. Ich kann jetzt auch einfach eintippen Red zum Beispiel. Das schneidet er auch. Und dann wird das Ganze rot. So, wenn man jetzt zufrieden damit ist, kann man speichern. Und dann können wir schon für unser Layout diesen Style direkt auswählen. My Style ist sofort verfügbar. Wir wählen den aus. Gucken wir auf die Frontpage. Da ist er. Genau. So, das ist jetzt eine Möglichkeit, die Anpassung zu machen. Das Ganze zeige ich jetzt nochmal, wie das dann unter der Motorhaube aussieht. Den muss ich erstmal hier anziehen. Meine Güte. Kann ich hier auch so raufklicken? Ne? Naja, also wir haben hier einmal die Struktur von der ganzen, von dem Theme. Da ist der Less-Ordner, wo zum Beispiel auch die Theme-Less drin liegt. Und wir haben den Style-Ordner und da wurde jetzt direkt der Ordner MyStyle angelegt. Die Style-Less wurde dort angelegt und das Theme-CSS wurde rauskompiliert und auch gleich Bootstrap mit. Also das Ganze läuft dann auch auf Bootstrap. So, wenn ich das jetzt aufmache. Bitte? Naja, man kann es auch in Englisch lesen, Style-Less. Stillos. Also. Das nehme ich jetzt persönlich. Ich habe das nicht so. Ja, wir haben ja auch Less Support. Genau, also was man jetzt hier sieht, was der Style rausgespeichert hat, ist tatsächlich einfach nur die veränderten Variablen. Für das restliche Styling greift er immer auf das Theme zurück. Das hat natürlich den Vorteil, dass es keinen redundanten Code gibt. Also nur das, was tatsächlich gebraucht und verändert wird, wird hier rausgespeichert. Und das ermöglicht, dass das Ganze so schön schlank und flott bleibt. Genau. Das war jetzt auch schon offen, ne? So. Wie erwähnt haben wir dann nochmal die Theme-Less-Datei, da sind dann auch nochmal direkt Theme-Anpassungen. Das ist dann, wie gesagt, das Herzstück, dementsprechend stehen da ein paar Sachen drin.
Und wir haben halt auch Custom-Theme-Variablen. Zum Beispiel können wir jetzt auch direkt die Futterfarbe hier ändern. Die machen wir jetzt auch mal schön rot. Und wie man vielleicht ahnt, es wird jetzt nichts passieren. Doch, weil der Left Compiler an ist. Das sollte gar nicht an sein. Also, naja, dann hat das schon mal funktioniert. Wenn wir das jetzt wegmachen, passiert auf jeden Fall nichts. Genau, also von sich aus kann ja der Browser das Left nicht interpretieren. Deswegen müssen wir halt erstmal Left kompilieren. Dafür gibt es einerseits den Button. Muss man ein bisschen warten, weil er jetzt die ganzen Dateien erstmal durchrödeln muss. Und wenn wir dann wieder auf die Seite gehen, das ist wieder der Vorführeffekt, ne? Ja, das ist über mir drauf. Da, jetzt läuft. So, jetzt haben wir halt schon gemerkt, es hat ein bisschen gedauert. Eigentlich, wenn wir an der Seite arbeiten und ein paar Sachen testen wollen, dann wollen wir jetzt nicht jedes Mal warten, bis dieser ganze Kompilierungsprozess durch ist. Also brauchen wir einfach nur hier ein kleines Häkchen setzen und dann wird automatisch über das Skript das Left bei jedem Page-Load einfach kompiliert. Das heißt, wir machen das Ganze wieder rückgängig. Ein bisschen doll ist das ja schon mit dem Rot. Jetzt nochmal hier refreshen. Und er geht wieder zurück auf die Ausgangsfarbe. Das empfiehlt sich auf jeden Fall zu machen, wenn man an der Seite arbeitet, um einfach die Zeit zu sparen und nicht jedes Mal diesen Button drücken zu müssen. Letzten Endes wird es ein bisschen Performance kosten. Das heißt, wenn man am Ende die Seite am Laufen hat und sagt, so soll es bleiben, dann doch bitte das ausschalten und einfach endgültig das Ganze kompilieren, damit das CSS direkt geladen wird. Eine kleine Möglichkeit, Customizations anzuwenden, möchte ich auch nochmal zeigen. Das ist die Custom CSS. Wenn man jetzt gar keine Lust auf das ganze Less-Gedöns hat, dann kann man auch hier einfach seinen Style reinschreiben. Die ist sozusagen die Holzhammer-Methode. Das wird einfach immer zuletzt geladen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen für ein Modul eine Klasse anlegen, weil das soll jetzt einen schönen roten Border bekommen. Legen wir die Klasse Border Red an. Und schreiben auch Red. Und die Klasse können wir ja, wie eben schon, ohne Punkt. Ja, stelle mich ein bisschen blöd an heute. Ist ein bisschen aufgeregt. Ja. Legen wir das nochmal in ein Modul rein, dass das noch nicht so schön gestylt wurde. Dann haben wir hier die Klasse. Und ist das ausgeschaltet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, alles gut. Ist ausgeschaltet. Das ist ein iPad-View. Hä? Du hast das ausgeschaltet? Ja. Ja, die Display-Options und wir sind ja leider schon bei der Tablet-Größe bei der Auflösung. Ich dachte, das war nicht ausgeschaltet, das war das Falsche. Ja. Dann kommt das jetzt gleich wieder dazu und hat einen roten Border. Ja, schick. Also das sind so jetzt die Möglichkeiten, mit denen man die ganze Geschichte custom modifizieren kann. Empfehlen würde ich immer die Less-Methode, weil sie erstens update-sicher ist und zweitens, also über den Style, wohlgemerkt, weil sie erstens update-sicher ist und zweitens immer noch besser irgendwie im Nachhinein zu bearbeiten. Die Custom CSS wird bei jedem Update überschrieben werden, das heißt, alles, was man da reinschreibt, ist weg. Und man kann es halt nicht über den Customizer nochmal schön weiter ändern. Jetzt wollen wir wieder zurück zur Preview. So. So, wie erhofft, haben wir euch einen kleinen Einblick in Warp 8 mitgebracht. Wir sind gerade fleißig dran am Arbeiten, unser Framework noch besser zu machen. Und konzentrieren uns dabei auf vier Kernpunkte. Der erste wäre nativ. Unter nativ kann man sich so viel vorstellen, dass unser Framework immer mehr in den Hintergrund tritt und mehr die Dateistruktur und die allgemeine Struktur adaptiert von den jeweiligen CMS. Also wie bei Joomla zum Beispiel.
Wenn man sich da nicht so viel drunter vorstellen kann, kann man vielleicht sagen, dass ein gutes Beispiel wäre, dass das Theme Layout von uns jetzt nicht mehr in der Theme PHP liegt, sondern in einer übergeordneten Index PHP. Was wir damit erreichen wollen, ist eigentlich eher, dass die Lernkurve für Warp-Neulinge relativ flach gehalten wird und dass gerade Entwickler, die aus der Joomla-Fanbase kommen, sich besser zu Hause fühlen mit Warp und besser mit dem Framework umgehen können. Genau. Der zweite Punkt ist die UI. Wir haben uns dabei gedacht, dass das User-Interface viel intuitiver und besser sein soll und innovativer, das, was eigentlich alle immer wollen. Aber es ist halt so, dass es vielleicht man an gewisse Stellen noch gehen kann, wie die Modulpositionen, die ich euch vorgestellt habe, dass man einen Hintergrund einbauen kann, dass man ganz einfach Hintergrundbilder auswählt, ohne irgendeine Klasse zu schreiben, ohne irgendwie noch extra LESS oder CSS zu haben, dann, dass man vor allen Dingen auch einen Logo-Picker einbaut, dass man reingeht und sagt, wie kann man noch irgendwie Sachen vereinfachen. Das ist noch ein bisschen ungenau, aber es wird. Genau. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall die Architektur. Und das ist auch, glaube ich, mit der wichtigste Punkt, weil erstmals in der Warp-Geschichte seit Warp 5.5 wird die Architektur modernisiert und umgebaut. Das heißt, in Zukunft wird das Frontend-Framework, womit wir jetzt das ganze Styling haben, liegt nicht mehr in Warp selber im Core, sondern im Theme drin. Das hat den Vorteil für euch Entwickler einfach, dass ihr selber entscheiden könnt, nehme ich jetzt UIKit oder nehme ich jetzt ein anderes Frontend-Framework? Das liegt dann in eurer Hand. Genau, der letzte Punkt ist Customizations. Customizations ist für viele wahrscheinlich sehr wichtig, weil man geht ja schon dran, es bietet viele Optionen, aber es ist immer noch so, dass man sich denkt, okay, das, was vorhanden ist, das Theme oder der Style, der gefällt mir nicht, ich will jetzt das noch an Features hinzufügen oder am Styling ändern. Warp überarbeitet dabei sein Konzept so, dass man mehr an dieses Scheiß-Theme-Konzept herankommt. Das heißt, die Override-Kaskade wird vereinfacht und die Overrides liegen jetzt nicht mehr, werden nicht mehr durch die Styles gemacht, sondern stattdessen auf der gleichen Ebene wie das Theme, also im Template-Ordner. Das hat zur Folge, dass natürlich Overrides viel einfacher sind. Und das für gerade One-Click-Updates sind, glaube ich, extrem wichtig, dass man im Theme selber das Framework updaten kann und man so aber nicht mehr Gefahr läuft, dass die ganzen Customizations, die man gemacht hat, verloren gehen. Und das sind so die vier Kernpunkte, die wir uns als Ziel gesetzt haben. Und ich hoffe, wir können euch damit bald überraschen. Ja. So. Ich glaube, wir haben ein bisschen getrödelt, deswegen wird dafür jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit sein, wie wir gerne gehabt hätten. Aber ja, wir würden eigentlich gerne Feature-Requests von euch annehmen. Wir sind gerade in so einer Phase, wo man eigentlich noch ziemlich viel ändern könnte an Warp 8. Und wenn es konkrete Wünsche von eurer Seite gibt für die nächste Framework-Version, wäre das der Moment, wo ihr die gerne äußern könnt. Okay. Wie sieht das denn aus mit dem vorhandenen Template, was ich gestern was auf 7 läuft? Ob das dann auch in Warp 8 läuft. Also es ist angedacht, dass es auf jeden Fall alles mit drüber geholt wird. Also wir haben es zumindest in Planung, dass es läuft. Sollte funktionieren. Ja, wirklich. Sollte, müsste, könnte. Ja. Also es ist auf jeden Fall geplant, dass Warp 7 Teams auch auf Warp 8 funktionieren. Ja, genau. Auch wenn die Geschichte ein bisschen anders war. Ich hätte gerne einen Knopf im Customizer, dass ihr nicht nur Advanced Mode und More anklicken sollt, sondern wenn ich einmal auf den Knopf klicke, dass alles aus ist. Okay. Ist das denn so, dass ihr eigentlich auch so viele gerne diese ganzen Optionen im Customizer haben wollt? Benutzt ihr das viel oder wollt ihr da lieber ein bisschen weniger haben? Ja, weil zu viel ist. Das finden ist immer das Problem. Ja. Aber auch nicht, indem du die Variable, indem dir die Variable angezeigt wird? Aber da arbeiten wir dran. Also schon klar, dass wir uns verbessern. Okay. Was wir machen könntet, eventuell im Popover, und zwar beim Customizer, wenn ihr über ein Element geht,
dass angesagt wird im Popover sozusagen, wo ich denn diese Farbe finde, ob das jetzt ein Link ist, ob das hier ist oder sowas bei gerade Neuling oder sowas. Okay, was ist jetzt ein Link, was ist jetzt ein Success-Button oder sowas in dieser Richtung. Ja. Und auch ich habe, also ich weiß das Element, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich das noch bald wieder finde. Ja, also das ist teilweise ein bisschen, wenn man da den Suchaufwand reduzieren könnte, was eindeutiger machen könnte und die Laufzeit sozusagen da kann ja durchaus eigentlich mal etwas schlechter sein. Ja. Das muss ja nicht ganz so performant sein wie im Frontend, solange das Suchniveau zu erlernen. Okay, das haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel. Sonst noch Wünsche oder, wenn keine Wünsche, Fragen? ja, das macht aber für euch keinen Sinn. Ich arbeite lieber mit SAS als mit LESS. Aber nee, SAS kannst du nicht auf dem Server so ausführen. Ja, deswegen, also das ist WMP wäre an der kompletten Aufgabenstellung für euch. Live Compiling würde da ganz gehen. Wie viele Styles werden bei euch dann eigentlich reingeladen mit Customization und so weiter und so weiter? Wird das per Default? Auch wenn ich Customization habe und so weiter. Wird das alles auf einen einzigen Style schon eingedampft? Oder? Nee, also wir geben ja prinzipiell 6 Styles mit jedem Team. Ja, nein, ich meine jetzt sozusagen, wenn ich meine Seite aufrufe, möchte ich ja natürlich nur einen HTML-Teil, nur ein JavaScript und nur eine Style-Sheet-Datei laden. Ja. Insgesamt. Also komprimiert ihr das sozusagen von der Code aus? Du kannst Compression einstellen, genau. Und du kannst dir im Warpbackend das nochmal angucken. Es gibt verschiedene Compression, GZIP. Genau. Habt ihr da vielleicht nochmal kurz im Backend? Backend, ja. In den Settings ist das noch? Mhm. Compression, genau. Und dann halt ihr das. Ja, genau. Okay. Cool. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, klar, Ladezeit. Das ist noch der Cursor. Gibt es noch sonst irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen? Wir nehmen wirklich alles gerne auf und versuchen irgendwie, das noch besser zu machen mit dem Work Framework. Aber ja, ich hätte noch was. Wir sind zwar fast eher das UI-Kit, aber dass zum Beispiel die Style-Sheets vielleicht etwas verkürzt werden können von der Bezeichnung her. Ich habe das letztens gehabt mit irgendeinem Abstand, dass dann der Abstand mit den Padding oder so relativ lang ist und wenn man das Zeug kombiniert, wird das Zeug ziemlich lang, wenn man jetzt zum Beispiel bei Small einfach nur S nehmen könnte. Also du würdest gerne das Prefix ändern, oder? Einfach die Variablennamen. Achso, okay. Da hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, das mit S und M zu bezeichnen. Da haben wir gedacht, dass es vielleicht nicht ganz so klar wird, wie wenn man das ganze Wort benutzt. Aber könnten wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Das kann man ja in den Konkurrierungsalgorithmus reinnehmen. Achso, okay. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn das nicht bei Minifying geht, ich will das sowieso mal in der Märchenklarschrift lesen. Mhm. Okay. Weil im Code, der ausgegeben wird, sozusagen auf der Seite, muss das natürlich noch die Klasse richtig referenziert sein. Und wenn da eben halt sozusagen Class Small steht und Class S, dann sieht das einfach nach Null aus. Das stimmt allerdings, ja. Dann hat man noch mehr Probleme, irgendwie den Style zu finden. Ja. Und das wird dann ein bisschen aufwendig. Also, dass die Ausgabe dann irgendwie anders ist, als die Klasse tatsächlich heißt, das wird wahrscheinlich eher nicht so vorteilhaft. Was man machen könnte, wäre eben, dass man überlegt, die Klassennamen doch kürzer zu halten. Da haben wir bisher wirklich nicht so drauf geachtet, weil es uns wichtiger war, dass die Klassen konsistent sind und dass sie ganz klar machen, warum sie so benannt sind und welches Element damit gemeint ist. Von daher müsste man gucken, ob man das noch mehr vereinbaren kann. Wenn es dann auch noch nachher komprimiert ausgeliefert wird, dann ist es so. Ja, wenn man eine Kurzweile hat, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn ich ändere, dann habe ich auch wieder ein Problem, von 7 auf 8 zu gehen, oder? Das müssten wir da natürlich mit berücksichtigen. So, aber wir wollen nicht unseren Nachrednern oder euch die Gelegenheit nehmen, schnell beim Wildtas-Befehl zu stehen. Deswegen würde ich sagen. Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist.